Wenn man eine Stoppuhr haben möchte, klickt man den oberen Button und dann geht er wieder auf 0. Und dann kann man jetzt einfach die Stoppuhr Start drücken. Ein bisschen länger. Genau. Ja. Jetzt. Und jetzt gibt er die Stoppuhr so lange aus, man könnte es jetzt durchlaufen lassen, das macht eine Minute, Stunde. Aber wenn man das halt wieder stoppen möchte, stoppt man das, dann bleibt er stehen. Und wenn man es resetten möchte, ein bisschen wie beim Chronographen an der Uhr, klickt man wieder unten und geht wieder auf 0.